Willkommen zu der zweiten Folge hier auf unserem Projekt der Hauptstrecke auf der Highland oder Heeland, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es tatsächlich ausgesprochen wird, Karte. Wir stehen hier gerade noch in Moonville, aber da werden wir jetzt nicht lange verweilen, sondern kehren wieder zurück zu unserem Güter-Treffpunkt, wenn man so möchte. Und werden heute, nachdem wir jetzt bereits in der letzten Folge hier vorne schon mal das Getreide haben, anleiern lassen oder angeleiert haben. Ja, geht. Ein bisschen steht hier rum. Wo ist denn der Zug? Stand der jetzt gerade hier irgendwo? Nee, fährt schon wieder. Hast du was dabei? Ja, es geht. Hattest du was dabei? Nein. Liegt hier schon etwas? Nein. Hier ist noch nicht genug angekommen. So, genau, nachdem wir jetzt schon mal das angeleiert haben, werden wir jetzt heute gucken, dass wir weitere Rohstoffe hier der Güterzentrale in Arrowhead zukommen lassen. Unter anderem wird es hier diese Mine hier sein und auch die Kohlemine, also einmal hier Eisenerz und einmal Kohle. Und zwar werden wir hier vorne einen... Ich habe einen Fehler gemacht in der letzten Folge, ne? Ja, habe ich gemacht, weil hier kommen auch tatsächlich die rohen Stoffe an, also zum Beispiel das Getreide. Und das Getreide wird dann von hier abgeholt, wo auch letztendlich der Zug der Hauptlinie arbeiten soll. Das soll in Zukunft nicht geschehen. Also praktisch dieser Bahnhof hier, da hätten die beiden Linien hinführen sollen und von hier aus hätte einfach nur das fertige Produkt hier hinführen sollen. Na gut, hätte es das müssen. Vermutlich nicht, aber ist auch egal. Auf jeden Fall werden wir das hier, weil es sich anbietet, so machen, dass wir hier einen Zug von hier nach hier schicken und von hier nach hier. Und von hier nehmen wir dann das fertige Stahl. Genau. Und transportieren den Stahl hier hin. Und ja, würde ich sagen, leiern wir das mal an. Also wir haben hier vorne einmal Kohle, einmal Eisen, noch einmal Eisen. Und... hier haben wir noch Eisen und hier noch Kohle. So, ich würde sagen, bauen wir erstmal hier einen Bahnhof hin. Das ist immer eine gute Idee, oder? Erstmal einen Bahnhof irgendwo hinbauen. Also einmal Güter, ja, 5, denke ich mal. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie viel hier halt am Ende ankommen wird. Daher machen wir das erstmal so. So. Das gibt eine schöne Strecke hier hoch. Und zwar einmal hier hin. Hier können wir tatsächlich einen Kopfbahnhof machen, denke ich mal, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nehmen wir den Durchgangsbahnhof. Durchgangsbahnhof, habe ich gesagt. So, und ich glaube, wenn wir die Straße jetzt hier lang ziehen, dann müsste das klappen von der Verbindung her. Ja, das funktioniert. Und den Bahnhof hätten wir ein bisschen noch kippen können. Nee, falsche Richtung. So. Und dann nehmen wir einmal hier die Gleise. Ja. Einmal aufgeschüttet. Das hätte ich, glaube ich, gerne aufgeschüttet. Nee, doch nicht. Nee, die Brücke hängt irgendwie in der Luft. Ja, die passt doch super. Frage ist, wollen wir es zweigleisig bauen? Was ist das für eine Frage? Natürlich wollen wir das. So,
Einmal hier lang, bisschen wieder hoch. Jawohl. Einmal schön entlang des Wassers. Oh, ich muss mal das Autosave-Intervall ein wenig verkürzen. Verlängern. Und du kommst dann einmal hier weg. Würde ich sagen, oh, gehen wir mal einfach mal hier rein. Ja, es meandert so ein bisschen, das möchte ich nicht. Und einmal da rein. Signalisieren. Auch hier nehme ich wieder ganz bewusst die Formsignale, weil sie einfach sehr schön sind. Das wird natürlich nicht immer so bleiben mit den Formsignalen, aber für den Moment schadet das ja auch nicht. Dann versuchen wir eine Doppelkreuzungsweiche. Jawohl. Dann einmal und zweimal Block. Und einer geht noch. So. Dann würde ich sagen, zack. Das ist Eisen, ja. ML, ja. Zulieferung, ja. Auch Arrow, 1. Echt? Ja. Ja. Zweigleisig? Zweigleisig. So, dann haben wir schon mal einmal Eisen, beziehungsweise Eisenerz, dann hier vorne haben wir ein Kohlevorkommen, auch das wird jetzt erschlossen. Ja, den Bahnhof können wir auch ein bisschen kippen, jawohl. Ja, gekauft. Und einmal da rein. Na. So, Weiche und einmal hier vorne. Ebenfalls. Signale. Und einmal hier vorne. Und dahin. Das ist allerdings falsch. Einmal, zweimal. Das ist dann von hier nach dahin. Und das ist dann nicht Eisen, sondern Kohle. Mhm. Dann haben wir hier noch einmal Kohle.
Wie machen wir das hier? Hier könnten wir vielleicht mit LKWs arbeiten. Wir nehmen ein paar LKWs, die die Kohle hier rüberbringen. Ja, warum nicht? Dazu einmal. Wobei, machen wir jetzt erstmal vielleicht schon mal die Linien fertig. Dann haben wir schon mal die. Weil an sich müsste das ja schon funktionieren, dass hier was hingeliefert wird. Ne? Machen wir das mal so. Ja gut, von dem Depot können wir da nicht hin, natürlich nicht. Okay, dann bauen wir jetzt einfach ein neues. Warum nicht? Gebäude. Depot. Ja, nehmen wir das hier. Ups. Einmal hier hin. Natürlich kommen wir da jetzt nicht mehr rein. Gut, good job. Nochmal weg. Noch nicht so schwer sein. Okay, und einmal das Gleis da rein. Okay, dann würde ich sagen, einmal schon mal Züge Marsch, hier das rechte Depot nehmen. Dann lass uns doch mal eine Dampflok nehmen. Eine 44 in Erstausführung, hervorragend. Dann einmal Cargo, dann brauchen wir jetzt einmal Eisenerz. Ja, hervorragend. Ein paar von denen hier. Okay, du bist für Eisen zuständig. Und nehmen wir mal den E-Lok. Nein, wir nehmen eine Diesel. So eine schöne Rangierlok. Die hier. 100 kannst du fahren, okay. Cargo. Wir hatten jetzt gerade Eisen, dann nehmen wir jetzt Kohle. Nehmen wir ein paar von denen. Und Kohlezulieferung. Dann passt das schon mal. Ach, hier liegt schon mal was rum. Das ist sehr gut. Und ja gut, dich schließe ich dann jetzt auch mal an. Gebäude, Cargo. Sowas hier. So, einmal. Und zweimal. Straße, nehmen wir eine Landstraße, kommen wir hier rüber mit einer Brücke. Yes. Nein. Ja. Perfekt, als sei es dafür gemacht. So.
einmal hier über die Alpen, ne? Wie kommen wir denn hier gut lang? So eine schöne Bergstrecke. So ein Tunnel mal zwischendurch. Wo sind wir? Ach gut, komplett falsche Richtung. Na. So, und jetzt einmal rüber. Ja. Also eine Brücke ist okay. Ein Tunnel. Und einmal da rein. Und einmal von hier nach hier. Okay. Kohle, LKW, Zulieferung, Arrow. Wird auch nur eine Linie sein, von daher passt das. Okay, Straßenfahrzeugdepot. Gebäude. So, wer von euch kann Kohle transportieren? Hier, wer ist mit denen hier? Die planen LKW. Und ein paar von denen. Genau, also, dann wird praktisch jetzt die Kohle, die von hier kommt, hier hingeliefert mit den LKW und der Zug nimmt dann die zusätzliche Kohle dann auch noch mit. Hier liegt aber schon ordentlich was. Was hast du denn für eine Kapazität? 260, okay, das passt. Und wir können noch locker ein paar Wagen dranhängen, bloß das nicht. So ist es nicht. Okay, ich muss noch einmal ganz kurz gucken, wie lange die Folge schon ist. Ja, 18 Minuten. Easy peasy, dann würde ich sagen, dieses Depot versinkt im Boden. Interessant. Ja, mach mal. Dann geht es jetzt darum, dass der Stahl, der hier hergestellt wird, hier noch hin muss. Welches Gleis nehmen wir dafür? Ich würde schon ganz gerne eigentlich entlang des Wassers lang. Also von hier so raus. Hier vielleicht mit einer Brücke drüber und dann da rein. Mach mal so. Nicht bei den Straßen, sondern Gleise. So, und das Ganze haben wir aufgeschüttet. So, damit das nicht ganz so blöd aussieht. Ein bisschen begradigt. Jawohl. So. Das hier bitte einmal aufschütten. Hier dann einmal in die Höhe. Okay, die Straße ist im Weg. Ja, ja, Hauptverbindung. Hauptverbindung. Ja, ja. So, dann mit M. Oh, das wird nichts mit der Brücke. Wir sind schon deutlich früher hoch.
Immer noch nicht. So, bis hierhin. Und hier einmal die Brücke drüber. Ah, geht eigentlich nur bis hier. Ich hoffe, wir sind halbwegs hoch genug. Na. Verdammt. Nee, das hängt ein bisschen zu tief. Die Pfeiler? Nein. Die gefällt mir. Und dann einmal runter. Und ja, in das Gleis hier rein. Okay, so. Achso, die Hauptstraße. Kriegt ihr wieder. Und zwar, wo ist der Bahnhof? Da. Dann einmal hier drunter. Und ja, erstmal hier so. Und da rein. Na egal. Lass mal das. Gut, die alle werden sowieso noch drin bleiben müssen hier bei der Straße. Alles klar. So, und dann einmal die Linie. Und zwar von hier nach hier. Das ist dann Stahl ML Arrow. Wirklich? Ja. Kommen wir mit dem Depot da rein? Nein. Aber das können wir noch ändern. Machen wir es erstmal so. Und dann einmal zack. Hier einmal bitte Elektro und dann mal was Modernes. Wie wär's damit? 182. Und zwar von DB Radian. Neues Logo. Dann Cargo Stahl. Unser Stahlzug. Eisen, da Stahl. Da geht's hin. Genau. So. Dann haben wir auf jeden Fall auch schon mal das Stahl erschlossen. Den Stahl haben wir erschlossen. Oder hängst du dran? Ja. Produzierst du? Noch nicht viel.
Aber da ist ja auch bisher nicht viel angekommen. 85 liegen hier. Und du hast gerade... Oh, guck mal, bist du beim Plus. Und bei der Kohle. Ah, da ist noch Luft nach oben. Wie sieht es bei den LKWs aus? Ja, hier liegt auch schon ein bisschen was rum. Sehr gut. So, wie geht's euch hier auf meiner Alpenpassstraße? Ist hier irgendjemand gerade unterwegs? Ja, die fahren alle hintereinander her, ne? Das ist natürlich nicht so vorteilhaft. Du hast nichts geladen, also dreh mal. Ich kann nur natürlich sagen, dass sie warten sollen, bis sie voll sind hier, ne? Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Egal. Passt schon. 35. Boah, es geht. Es geht, es geht. Okay, dann gucken wir uns mal an, was wir in der nächsten Folge machen. Huch, das war mein Handy. Ah, sei still. Also, was fehlt uns denn noch hier in diesem Gebiet? Eigentlich nicht mehr viel, ne? Hier vorne ist noch Öl, so, aber da können wir auch nichts hinliefern, weil hier nichts in der Nähe ist. Und hier hinten ist schon alles zu weit weg. Dann würde ich sagen, können wir expandieren. Und zwar in Richtung Scotts Grove. Hier kommt auf jeden Fall ein Personenbahnhof hin. Hier wird dann eine neue Linie hingezogen. Oder vielleicht ziehen wir die gleiche Linie noch ein bisschen weiter. Mal gucken. Ja, und dann kommt hier vorne irgendwo aber auch, vielleicht hier so in dem Bereich oder hier vorne, kommt dann wieder praktisch so ein Güterverschubpunkt. Und dann wird es halt diese eine Linie dann geben, die Mainline, von der ich jetzt schon seit zwei Folgen rede, die noch gar nicht existiert, die dann von hier zu dem nächsten Güterbahnhof hier hinfährt und dann praktisch ja, alles mitnehmen kann, was es mitnehmen möchte und das dann praktisch hier abladen kann, sofern hier der Bedarf ist. Und das wird es zum Beispiel sein, nämlich für das Brot hier, das wird dann zum Beispiel auf jeden Fall schon mal hier hinkommen. Wir werden uns auch darum kümmern, dass von hier aus natürlich eine Versorgung besteht in die Stadt hinein. Das könnten wir vielleicht jetzt noch eben machen, weil hier Arrowhead braucht ja hier Waren und Baumaterial. Die haben wir zwar noch nicht, aber wir können die LKW-Linien schon mal einrichten, dass die entsprechend schon mal in die Orte hinfahren, denn für den Fall, dass wir dann halt hier die entsprechenden Waren, dann, dass die irgendwann mal hier ankommen, dass sie dann, ja, dass das Spiel überhaupt weiß, dass sie hier ankommen sollen. Deshalb machen wir jetzt schon mal die LKW-Linien. Nämlich Gebäude. Einmal das hier. Einmal dich hier. Passt du hier rein? Ja, du passt hier rein. Und dann ja, so eine Abladestelle. Das für die Waren. Und das fürs Baumaterial. Dann würde ich sagen, einmal von hier nach hier ist Baumaterial LKW Arrow. Und von hier nach hier, nee, war das richtig? Sind das, war das Baumaterial? Oder sind das die Waren? Nee, das hier sind Waren. Waren, LKW, Arrow. Und du bist dann Baumaterial LKW Arrow. Genau. Haben wir eine Straßenverbindung von hier nach... Wir haben doch irgendwo ein Straßenfahrzeugdepot da. Ach, viel zu weit weg. Viel zu weit weg. Depot. Muss ich mal gucken. Mal ein paar zu laden. Ach, wir haben noch hier eins. Sehr gut.
Also was brauchen wir? Wir brauchen einmal Waren. Nehmen wir hier den. Ja, nehmen wir hier den Blitz. So, du bist für die Waren zuständig. Und der MAN für das Baumaterial. Wir können ihnen noch sagen, dass sie jetzt explizit das mitnehmen sollen, aber das passt schon. Ja. Dann würde ich sagen, zum Ende der Folge stellen wir noch irgendwo ein Asset hin. Wie ist damit? Hier so ein Spielfeld. Nee, das passt nicht. Ja, eine Burg. Das gefällt mir. Wie wär's mit? Hier hin. Ja, das sieht auch ganz gut aus. So ist das halbwegs in die Landschaft hineingepflügt. Und dann kann man von hier ganz gut. Ja, von hier kann man nicht besonders gut runterblicken, ne? Aber von hier könnte man es. Wie wäre es, wenn ich dich noch einen Meter hier hinstelle? Also hier hin. Jawohl, von hier hat man noch eine super Aussicht. Ja, guckt euch das mal an. Dann kann man hier ins Kameratool reingehen. Und ja, also hier hat man doch eine super Aussicht, oder? Okay, gut. Dann bedanke ich mich bei euch. Was dazu? Danke ich mich bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.